Hi, mein Name ist Andreas von Schlagzeug-Lernen.de und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar schauen wir uns hier eine super, super tolle Nummer an, die man perfekt als Anfängerin oder Anfänger spielen kann. Und zwar Yellow von Coldplay. Und zwar ist sie aus dem Grund besonders für Anfänger geeignet, weil die nicht so schnell ist, ja? Und weil wir nicht so eine riesen Vielzahl von Grooves haben bei diesem ganzen Stück, sondern eigentlich nur eine Auswahl an 3 Grooves, die wir durch das ganze Stück spielen können. Und diese Grooves sind auch nicht so schwer, okay? Ich zeige dir direkt mal, wie das Intro gespielt wird. Und dann natürlich Stück für Stück die Grooves aus dem ganzen Song. Und dann kannst du da selber dazu trommeln. Also, das Intro geht folgendermaßen. Wir spielen immer Achtel, ja, das heißt immer die Zählzahl 1 und 2 und 3 und 4 und auf der Hi-Hat gespielt jetzt in dem Fall. Und dann eine Bass-Drum auf der 1, eine Snare auf der 2, nächste Bass-Drum auf der 3 und der 3 und dann eine Snare auf der 4. Das klingt dann so. Und wenn du das Ganze mit dem Metronom spielen möchtest, das sind 87 BPM und dann kannst du dazu trommeln, ja? Also es ist nicht so schnell. Und du merkst, dass ich diesen ganzen Groove jetzt bei dem Intro jetzt hier ein bisschen schroffer spiele. Was heißt das, ja? Also ich nehme ein bisschen vom Gewicht von meinem Fuß bei der Hi-Hat weg, dass die Hi-Hat nicht ganz so clean klingt, ja? Wenn ich normalerweise diesen Groove spielen würde und mein Gewicht auf die Hi-Hat lege, wie ich es beim normalen Spielen eigentlich mache, klingt es so. Aber hier bei dem Intro möchte ich, dass es ein bisschen rotziger klingt. Also nehme ich von dem Gewicht ein bisschen weg, dass die Hi-Hat so leicht geöffnet ist. Und das ist bei diesem Song extrem wichtig, dass du so ein bisschen diese Dynamik quasi ausprobierst. Ja? Also einfach mal ein bisschen schauen, dass du von dem Klang her das so hinbekommst. Ja? Und ich würde empfehlen, das Ganze geht natürlich ein bisschen mit der Gitarre los. Und beim ersten Schlag steigen wir mit einem Crashbecken ein. Ja? Also anstelle von direkt diesen Groove auf der 1 mit der Hi-Hat zu spielen, spielen wir jetzt den ersten Schlag auf einem Crashbecken. Und ansonsten bleibt alles gleich. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Okay? Und das mache ich dann alle 2 Mal, baue ich dieses Crashbecken wieder mit ein. Das klingt dann so. Da kannst du ein bisschen ausprobieren, ja. Du musst es nicht nach allen 2 Malen spielen, ja. Ich glaube aber im Original, dass das Ganze in der Aufnahme zumindest macht, ja. Du kannst ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt hier 2 Crashbecken und habe immer wieder ein bisschen variiert, um so eine andere Klangfarbe auch ein bisschen zu erzeugen. Also einmal ein bisschen brillanteres Crashbecken und dann eins, was ein bisschen, ich sage immer washier, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein richtiger Begriff. Aber ich glaube, wenn man das hört beim Spielen, weißt du ganz genau, was ich meine. Okay, dann geht es weiter natürlich mit dem Verse oder mit der Strophe in dem Fall. Ja? Und zwar spiele ich hier genau den gleichen Groove. Das Einzige, was sich ändert, ist eine weitere Bassdrum auf der 1 und. Ja? Ich spiele es trotzdem mal langsam vor und zeige dir auch mal ganz genau, wie der Groove gespielt wird. Also auf der 1 die Bassdrum, auf der 1 und die nächste, auf der 2 die Snare und dann die 3 und die 3 und wieder die Bassdrum und auf der 4 wieder eine Snare. Das wird dann so gespielt. Auch richtig cool. Und denk dran, wenn du aus diesem Intro kommst, ist auch hier vielleicht auf dem ersten Schlag auch ein Crashbecken ganz cool. Klingt dann so. Eine Besonderheit noch in der Strophe ist, dass ich alle 2 Mal eine geöffnete Hi-Hat spiele, und zwar auf der 4 und. Ja? Du spielst ganz normal den Groove wie gerade, also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und genau da kommt die geöffnete Hi-Hat rein. Ja? Ich spiele mal nur diesen Groove mit der geöffneten Hi-Hat, damit du mal hörst, wie das Ganze klingt. Okay, und wenn ich das dann alle 2 Mal nur spiele, klingt das so. Und so weiter und so weiter, ja. Also achte wirklich darauf, dass du die 4 und nur die Hi-Hat aufmachst und auf dem ersten Schlag dann wieder die Hi-Hat geschlossen ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt das Ganze nur ab der 4 übe, klingt das so.
Also wenn dir diese Halsöffnung noch Probleme bereitet, nimm dir wirklich dieses Stück raus, was ich dir gerade gezeigt habe, und spielst erst ab der 4. Also 4 und 1. Und wenn das funktioniert, baust du das dann immer weiter ein. Ja? Fängst zum Beispiel ab der 3 an zu spielen. Und dann immer weiter, ne? Bis das Ganze natürlich im ganzen Groove funktioniert. Richtig, richtig cooler Groove. Gefällt mir richtig gut. Und als nächstes, um so ein bisschen in den Chorus einzuleiten, spielt er das Ganze mit einer geöffneten Hi-Hat wieder, beziehungsweise eine halb geöffnete Hi-Hat. Ja? Also der spielt genau den gleichen Groove wie gerade. Und vergiss erst mal wieder jetzt die Hi-Hat-Öffnung. Und dann das Einzige, was wir machen, ist, um in diesen Chorus reinzuleiten, wir nehmen jetzt diese geöffnete Hi-Hat oder die halb geöffnete Hi-Hat, also das Gewicht vom linken Fuß weg, um dann so ein bisschen das Ganze lauter klingen zu lassen. Dann wissen die Leute, ah, jetzt geht's in den Chorus rein. Ja? Ich spiele das mal vor, ja? Also ganz normal den Groove gerade. Und in der nächsten Wiederholung erzeuge ich diese Dynamik, indem ich dieses Gewicht von meinem Fuß hier wegnehme, um diese halb geöffnete Hi-Hat zu spielen. Merkst du richtig, da wird es lauter, ja, da kommt gleich der nächste Teil. Ja, das ist genau diese Stelle hier. Also der Groove bleibt genau gleich, das Einzige ist wirklich diese Dynamik hier auf der Hi-Hat. Und das kannst du wirklich isoliert üben. Also einmal ganz normal den Groove spielen und im nächsten Durchlauf dann diese halb geöffnete Hi-Hat. Ja, ist gar nicht so einfach am Anfang. Ich habe zwar gesagt, das ist ein einfaches Stück. Ja, wenn das zu schwer ist, diese Dynamiken hinzubekommen und diese Hi-Hat-Öffnung, kannst du den Groove auch ganz normal straight durchspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also du musst dich dafür nicht schämen oder sowas. Das ist ganz normal, dass man da Stück für Stück sich rantasten muss. Ja? Wenn das dann funktioniert, kannst du gerne mal diese kleinen Dynamikspielereien hier mit einbauen. Als nächstes kommt natürlich dann der Chorus-Groove, ja, und das Einzige, was ich jetzt, beziehungsweise ist ein anderer Groove, ja, aber eine Besonderheit hier ist, dass ich jetzt nicht das Ganze auf der Hi-Hat weiterspiele, sondern mit der rechten Hand rüber aufs Right-Becken gehe, ja, also ganz normal wieder Achtel, und zwar auf dem Right-Becken, und dann spiele ich eine Bestnummer auf der 1, Snare auf der 2, dann die nächste Bestnummer auf der 2 und die nächste auf der 3 und auf der 4 wieder die Snare, ja, ich spiele mal den Groove vor. Und auch hier wieder, wenn man da reingeht in diesen Chorus, würde ich empfehlen, dass du das Ganze mit einem Crashbecken betonst. Ja? Also den ersten Schlag jetzt nicht auf dem Rightbecken spielen, sondern dann als allererstes mal gleich das Crashbecken spielen. Also es klingt dann so. Ich habe dir mal gleich diesen Chorus durchgespielt, also ich habe alle zwei Mal quasi dieses Becken betont, ja, um so ein bisschen auch Abwechslung reinzukriegen, und im Original meine ich das auch gehört zu haben. Und am Ende lässt er einfach nur dieses Becken stehen, was ich gerade auch gemacht habe. Also ganz normal diesen Groove gespielt, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und dann kommt so eine Pause, wo man nur die Gitarre hört, und dann geht es wieder in den Intro-Groove rein, den wir am Anfang hatten, also den hier. Und dann natürlich wieder, wie ich gerade gespielt habe, in die Strophe wieder rein. Und damit hast du eigentlich alle Teile, die du brauchst, um den Song durchzuspielen. Ja? Nimm das Ganze wieder Stück für Stück her, ja? Schau dir die Grooves erstmal isoliert an, üb die, bis das funktioniert, und auch die Übergänge natürlich, also auch mit diesen Dynamikänderungen. Und dann probier das Ganze mal wirklich zum Original dazu zu spielen. Ja? Ich werde auch noch ein extra Video hochladen, wo ich dir das Ganze auch mal durchgespielt habe und unten die Noten einblende, damit du auch mal genau weißt, was an welcher Stelle genau kommt. Ja? Und ich nicht einfach immer sage, der erste Groove, den spielst du 20 Mal oder sowas. Ja? Da kannst du genau verfolgen, was ich genau spiele. Und ansonsten war es das auch schon mit dem Video.
Ganz wichtig, jetzt möchte ich noch eine kleine kurze Werbung machen. Ja? Also, und zwar mache ich demnächst einen Workshop hier in Nürnberg. Und wenn du dabei sein möchtest, unbedingt auf meine Webseite schauen, und zwar auf schlagzeug-lernen.de/workshop. Da gibt es noch ganz wenig Plätze. Wenn du dabei sein möchtest, einfach direkt loslegen und einkaufen und dabei sein. Ja? Und wenn es den Kurs oder den Workshop nicht mehr gibt, dann kannst du dich auf alle Fälle auf dieser Seite auch eintragen, damit du nicht verpasst, falls es mal wieder einen Workshop geben sollte. Ja? Da werde ich dir wir haben den ganzen Tag Zeit, nur uns mit diesem tollen Thema Schlagzeugspielen auseinanderzusetzen. Also würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und ansonsten gibt es wie immer unterhalb in der Videobeschreibung die Noten zum kostenlosen Herunterladen. Ja? Und ich werde auch mal die Noten von dem ganzen Stück für meine Einsteigerkurs- und fortgeschrittenen Kurskäufer bereitstellen. Also wenn du eingeloggt bist auf meiner Webseite, kannst du dir die ganzen Noten von dem ganzen Stück runterladen. Ansonsten gibt es wie immer, wie gewohnt, nur diesen Snippet, was ich normalerweise bei Groove of the Week auch immer mit anzeige. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg und bis bald.